fragt die Frau nach dem zweiten Date? Also ich finde, das sollte der Mann machen und ich empfehle ja wirklich, dem Mann diesen Job nicht abzunehmen, weil sonst kriegt ihr diese wuschigen, weiß ich nicht, entweder Spielermänner oder Männer, die kein Selbstbewusstsein haben. Also natürlich, ich sage immer wieder, die Frau schmeißt sich in den Orbit des Mannes. Das heißt, natürlich kannst du sagen, ach, es war schön und Mensch und ja, hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Aber der Mann macht das Date. Also ganz klar. Was sagst du denn dazu, Aileen, als Frau? Ja, auf jeden Fall. Das ist keine Frage. Du bin ganz sagen, deiner Meinung. Die Frau macht noch viel weniger, würdest du sagen. Die braucht eigentlich gar nichts machen, ne? So, oder außer, dass sie da ist, sozusagen. Ne? Ja, also ich glaube, ich würde nicht fragen, sehen wir uns mal wieder oder so. Also ja, aber gut, ich setze aber ich setze das voraus. Ja gut, okay. Aber das also meistens ist es doch auch so, wenn man das, wenn man selbst so das Gefühl hat, das lief gut, dann hat der andere das in der Regel auch so empfunden. Und dann ja gut, du hast nie Online-Dating gemacht, glaube ich. Nee, habe ich nicht, stimmt. Also im Online-Dating ist das, glaube ich, schon okay, so anzudeuten, dass man es gut findet und dass man Lust hat, dass es weitergeht. Aber das Date macht der Mann definitiv der zweite Gewinner. Und bis zum nächsten Mal.